appellisieren ist. Und zwar verweist die Restabilisierung auf die Einbindung in institutionelle Komplexe. Wenn Sie das lesen, hören, institutionelle Komplexe, so ist das sicherlich ein etwas undurchsichtiger Ausdruck. Sie finden den bei unterschiedlichen Soziologen. Man kann aber, glaube ich, sagen, was mit diesem Wortbegriff gemeint ist. Nämlich, es geht um die Regelung von Kommunikationen über einen größeren Zeitraum, wobei die Regelung organisationell durchgesetzt werden. Die Analyse institutioneller Komplexe hat im Fortgang natürlich auch über die Medientransformation erfolgen. Also denken Sie zum Beispiel, Recht kann nicht durchgesetzt werden ohne eine Medientransformation von Recht und Macht. Selbst wenn man das Rechtssystem von dem politischen System strukturell trennt, so gibt es Interpenetrationen. Und zu diesen Interpenetrationen gehört, dass rechtliche Entscheidungen über das Machtmedium durchgesetzt werden. Und zwar auf dem Wege der Organisation des politischen und des Rechtssystems. Als institutionelle Komplexe können Sie unterscheiden den Komplex des Eigentums, das Eigentumsrecht, auch als eine evolutionäre Innovation in der Neuzeit, die politische Autorität in der Form bestellter Regierung oder ob die jetzt auf parlamentarischem Weg bestellt worden sind oder demokratisch, ist erst einmal sekundär. Die Verfassung. Zu erwähnen hier, das ist, dass speziell die deutsche Konstruktion des Verfassungsstaates im 19. Jahrhundert ja nicht in Bezug auf Demokratie definiert wird, sondern eine Kontrolle des politischen Entscheidungshandels impliziert. Das konnte natürlich dann auf demokratische Konstitution umgestellt werden. Das askriptive Vertrauen im Falle der Commitments. Die Gruppe, die Personen, unter denen Commitments eingegangen worden sind, stehen auch immer unter einer askriptiven Sozialverpflichtung, an die appelliert werden kann. Im Falle des Wissenschaftssystems, also Medium Argumente, die Professionen und die Expertensysteme. Wobei wir schon seit einiger Zeit eigentlich im Zeitalter der Deprofessionalisierung leben. Das erkennen Sie, Deprofessionalisierung erkennen Sie immer dann sofort, als wenn professionelle Standards durch technische Standards ersetzt werden. Professionalität heißt nicht nur technische Rationalität. Professionelle Rationalität heißt nicht nur, dass der Kollege, der die Vorlesung aufnimmt, die Vorlesung bedienen kann, sondern er muss auch in der Lage sein, mit mir zu kooperieren und im Falle von Konflikten und Problemen eine Problemlösung auszuhandeln.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also Sie finden hier auch den Bereich, selbst wenn er insgesamt nicht groß ist, im Rahmen professionellen Handelns, den Bereich des Aushandelns von Problemlösungen. Und je professioneller einer agiert, umso besser sollte er das eigentlich können und sollte nicht auf Zwangsmittel zurückgreifen. Der Rückgriff auf Zwangsmittel ist immer eine Ultima Ratio, die auch immer wieder besondere Probleme mit sich bringt. Im Falle des Mediums Gefühl, Neigung, konservativ gedacht würde ich dem zuordnen, Heirat als Institution. Es ist merkwürdig, man fragt ja immer wieder, hat die Familie noch Zukunft, was man feststellen kann, dass sich die Verwandtschaftsbeziehungen verändert haben. Das hängt auch damit zusammen, dass man älter wird. Das schlägt sich auch schon bereits in Fernsehsendungen nieder. Denken Sie zum Beispiel an einen solchen Fall, junge Frau mit Kind hat sich von ihrem Mann getrennt, bringt das Kind zu ihrem Vater, um einer Arbeit nachgehen zu können, um keine Sozialhilfe zu empfangen. Da sehen Sie, dass auch dann die Großelterngeneration nochmal anders in die Kommunikation einbezogen wird. Frage ist Heirat ein universell, also Frage Absterben der Familie. Man kann es letztlich nicht entscheiden, was sich evolutionär durchsetzt. Was man feststellen kann, erst einmal deskriptiv, man heiratet, man lässt sich entscheiden, heiratet aber wieder. Ja. Nun können Sie dafür wirtschaftliche Motive ins Spiel bringen, was auch immer. Also unterschiedliche Motivkonstruktionen anbieten. Wahrscheinlich reichen die aber zur Erklärung nicht aus, weil der Status des Ehepaars, Mann, Frau, auch eine soziale, immer auch eine soziale Achtung und damit eine bestimmte Identitätskonstruktion mit sich führt. Also das wäre dann, ich denke auch, die Zukunft der Familie wird auch bei veränderter Kommunikationsstruktur auch in Zukunft immer wieder ein Problem zu lösen haben, was die alte auch zu lösen musste, nämlich das Problem zwischen Schließung und Abgrenzung. Ja, Intimität geht immer mit Schließung einher. Geselligkeit geht mit Öffnung einher. Und das ist zu balancieren, also in den unterschiedlichen Konstellationen. Aber überlegen Sie sich mal etwas anspruchsvolleren Berufen. Da kann es ja sein, da arbeitet die Frau in München und der Mann in Hamburg und die sehen sich dann am Wochenende oder einmal im Monat. Also das ist in bestimmten Schichten keine Seltenheit, also an getrennten Orten leben. Also ich persönlich wollte es nicht, aber ich bin da ein bisschen konservativ und rückständig. Gut, das als Anmerkung zu dem institutionellen Komplex. Also Einbindung in institutionelle Komplexe. Die institutionellen Komplexe sind immer wieder über formale Organisationen strukturiert, haben Temporalisierung zu binden und dergleichen mehr. Diese Institutionalisierungen können defizitär oder unterhöhlt sein. Zum Beispiel durch Gesetzesinflation, Verlust des Vertrauens in politische Autoritäten, seien es Organisationen oder Politiker, Wissen und Informationsüberflutung.
die massenhafte Verbreitung von Pornografie, Gewaltmissbrauch und die Gewaltanwendung von Gruppen und so weiter. In der Typologie der evolutionär sich differenzierten Problemlagen, die zu einer Umstellung auf eine Medienkommunikation führte, stellen die institutionellen Komplexe eine Vorgabe bereit, damit die Gesellschaftsmitglieder Erwartungserwartungen, Richtigkeitsstandards und Orientierungen aufbauen können. Man kann sich das gut daran verdeutlichen, wenn in einem Wirtschaftssystem nicht mehr in die Landeswährung vertraut wird, mit allen Folgen, die das für die Leistungen des Wirtschaftssystems hat. Ähnliches gilt für das Wissenschaftssystem, ähnliches gilt für das politische System, ähnliches gilt auch für das Rechtssystem. Also haben Sie auch den Zusammenhang zum Beispiel Deprofessionalisierung. Sie müssen sich doch mal fragen, was heißt das denn, dass heute jedermann, kann man nahezu sagen, wenn er eine Einschätzung über eine bestimmte Krankheit mehrere Ärzte konsultiert. Das ist ein Zeichen von Deprofessionalisierung. Normalerweise wird ja einer genügen. Ja, und wenn ich mehrere konsultiere, ja, dann misstraue ich halt dem einen. Ja, frag in Freunden, guck ins Internet heute, ja, und dergleichen mehr. Das können Sie alles als Indikatoren für Deprofessionalisierung einstufen. Die Orientierung an Erwartungserwartungen der gesellschaftlichen Kommunikation und der Richtigkeitsstandards verbindet den institutionellen Komplex oder die institutionelle Ordnung immer als Regelung mit den institutionalisierten Mediencodes im Hinblick auf die Eigentums-, die Herrschafts-, die Rechts-, die Zugehörigkeits-, die Prestigeordnung und die Ausdrucksevaluation und ihre Interpretation. Da im Blick zu behalten, diese Ordnungen können natürlich unterschiedlich interpretiert werden. Sie können die Eigentumsordnung individualistisch interpretieren, Sie können sie wohlfahrtsstaatlich zum Beispiel interpretieren. Sie können die Herrschaftsordnung demokratisch oder Sie können sie anders interpretieren. Ähnliches für die Rechtsordnung und die Zugehörigkeitsordnung. Sie können die Zugehörigkeitsordnung mehr kollektivistisch oder mehr individualistisch interpretiert und ausgelegt sein. Die Sicherheitsbasis der institutionalisierten Mediencodes und der institutionelle Komplex steckt die Funktionsbereiche der Teil- und Handlungssysteme der Medien ab. Es sind das die Marktorganisation, die Teilnahmebedingungen am Wirtschaftssystem, die Durchsetzung politischer Entscheidungen als die Teilnahmebedingungen des politischen Systems, die Durchsetzung der Rechtsordnung, die rechtliche Normierung der gesellschaftlichen Kommunikation und die Versachlichung des Gemeinschaftshandelns, die Konformitätsverpflichtung der Ausübung der Mitgliedschaftsrollen und die Teilnahmebedingungen an der gesellschaftlichen Kommunikation im Falle der Commitments. Wenn ich ein Commitment eingehe, dann stehe ich auch immer unter einer bestimmten Konformitätsverpflichtung. Ich kann dann nicht 5 Minuten später sagen, nee, das möchte ich nicht. Ja, weil Commitment Sie auf ein bestimmte Kommunikation und Handlungen festlegen. Die Reputation
als die Teilnahmebedingungen am Wissenschaftssystem. Reputation motiviert in dem Sozialsystem der Wissenschaftler Kommunikation. Je höher meine Reputation ist, umso höher ist meine Chance, dass ich auf Motivation von Kollegen Einfluss habe. Natürlich werde ich damit vorsichtig und ökonomisch umgehen. Also ich werde versuchen, sie mir nicht inflationieren oder auch nicht deflationieren zu lassen. Und schließlich die verwandtschaftliche Solidarität als die Teilnahmebedingungen am Verwandtschaftssystem. Sie sehen hier an diesen Punkten, was auf was die Mitgliedschaftssoziologie funktionaler Differenzierung hinausläuft. Sie läuft hinaus, darauf hinaus, dass die Teilnahme an der gesellschaftlichen Kommunikation durch spezifische Teilnahmebedingungen organisiert und strukturiert ist, die sich teilweise ausschließen, die sich aber auch überlappen können. Die Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation stehen in einer ambivalenten Beziehung zu dem organischen Zusammensein. Hier kommen wir jetzt wieder zurück auf den Punkt, dass die Systemgrenze strukturiert ist über symbiotische Mechanismen, über das organische Zusammensein. Sie können Selektion befördern und erschweren, zum Beispiel die Androhung und Ausübung von Macht durch physische Gewalt. Luhmann hat deshalb symbiotische Mechanismen und ihre Ausdrucksmittel, symbiotische Symbole, unterschieden, welche Beziehung zu organischen Prozessen herstellen. Da soziale Systeme nur als umweltbezogene Systeme bestehen können, bedarf es der symbiotischen Mechanismen, um die System-Umwelt-Beziehung zu dem psychisch-physischen System herzustellen. Dadurch ist die Umwelt auch an sozialen Systemen beteiligt. Es kann sie zum Beispiel stören. Die symbiotischen Symbole legen fest, in welchem Ausmaß Mitgliedschaft und Kommunikation sich durch Körperlichkeit irritieren lässt, ohne dass dadurch die gesellschaftliche Mitgliedschaft betroffen ist. Bedürfnisbefriedigung, physische Gewalt, Einwilligung, Wahrnehmung, Sexualität binden die gesellschaftliche Mitgliedschaft und Kommunikation an die einzelnen Organismen und ihr symbiotisches Zusammensein. Ich denke, das ist der entscheidende Punkt, warum in jedem sozialen System sich immer auch Symbiotisches reproduzieren muss, weil kein soziales System ohne Umweltbezug bestehen kann. Mit den symbiotischen Mechanismen geht gleichzeitig ein Kommunikationsabbruch einher, der durch eine Menge von besonderen Symbolen, den Selbstbefriedigungsverboten, verhindert werden soll. Zum Beispiel die direkte gewaltsame Willensdurchsetzung und Rechtdurchsetzung, die Abwertung der sexuellen Selbstbefriedigung und des Alleinseins, der wirtschaftlichen Zurückhaltung
und der introspektiv gewonnenen Einsichten. Sie dienen dazu, dass sich Organismen und ihre psychischen Steuerungssysteme gegenüber den sozialen Systemen nicht verselbstständigen und Kommunikation eigenmächtig gestalten. Dabei stoßen wir auf einen überraschenden Zusammenhang, den Zusammenhang der Abhängigkeit der psychischen Steuerung vom Organisationssystem. Das ist etwas, was oft nicht systematisch berücksichtigt wird. In der alteuropäischen Tradition war man davon ausgegangen, dass die Gewährleistung der Kontrolle des Körpers in der Selbstbeherrschung als einer Tugend besteht. Es ist aber eine andere Abhängigkeit erkennbar, die Kontrolle durch Organisation. Zum Beispiel erfordert die Steuerung der Anwendung von physischer Gewalt Entscheidungen der Organisationen des politischen Systems. Die Bedürfnisbefriedigung ist von der Organisation des Wirtschaftssystems abhängig, zum Beispiel dem Markt. Die Bestätigung von Hypothesen durch relevante Wahrnehmungen erfordert die Organisation des Wissenschaftssystems, um nicht von dem bloßen Zufall abhängig zu sein. Diese Zusammenhänge erkennt man erst dann, wenn man keine aristotelische Sozialtheorie mehr vertritt, die Soziales human finalisiert. Ich denke hier, das ist ein entscheidender Punkt. Die Funktion, die Organisation in diesem Zusammenhang einnehmen. Also es ist nicht nur eine Frage, alteuropäisch gesprochen, der Selbstbeherrschung und Tugend, um die Kontrolle über meine Körperprozesse und mein körperliches Befinden herzustellen. Ich komme jetzt zu dem Punkt, der aus Zeitgründen lasse ich den Punkt der Ergänzung Informationsselektion, Kommunikationsmotiv und Motivgeneralisierung weg, weil ich zum Schluss noch etwas Perspektivisches sagen möchte. Ich würde mich jetzt auf das Problem der Inflation und Deflation der Medien einlassen. Die Medienkommunikation betrifft unwahrscheinliche Kommunikationssituationen. Das heißt, die Bereitschaft, sich auf die Medienkommunikation einzulassen, kann gestört sein. Das heißt, das Medium ist inflationären und deflationären Prozessen ausgesetzt. Inflation ist eine Abwertung des Mediums durch einen zu umfangreichen Gebrauch. Deflation ist eine Aufwertung des Mediums durch einen zu geringen Gebrauch. Im ersten Fall wird das Vertrauen in das Medium überzogen. Es wird mehr Vertrauen vorausgesetzt, als hergestellt wird. Im zweiten Fall wird die Chance, Vertrauen zu gewinnen, nicht genutzt. Es liegt somit eine Entwertung des Mediums oder seine geringe Wiederverwendung vor. Denken Sie zum Beispiel an zu hohe Sparen. Ja, wenn Sie zu viel sparen, verwenden Sie das Medium Geld nicht wieder, was wiederum entsprechende wirtschaftliche Effekte hat.
Die Vorgänge treten erst in einer Situation ein, wenn die Wiederverwendung von anderen beobachtet wird, somit die Festlegung der Funktionsweise des Mediums auf eine Beobachtung zweiter Stufe reagiert. Der Grenzfall der Inflation, Entwertung, tritt dann ein, wenn Korrekturen der Entwertung nicht mehr wirken und die Annahme des Mediums verweigert wird. Der Grenzfall der Deflation tritt dann ein, wenn die Konditionierung zu streng ausfällt und keine Motivation für die Annahme des Mediums mehr besteht. Beide Fälle führen somit zu einer Annahmeverweigerung. In diesen Grenzfällen liegt ein Misstrauen in das Medium vor, die in dem funktional differenzierten Gesellschaftssystem die Grundsituation der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation mit besonderen Zumutungsgehalten belasten. Bei der Einschätzung der Mediendynamik sollte man nicht von optimalen Gleichgewichtszuständen ausgehen. Inflation, Deflation ist selbst kein Mangel der Medien, das ist ein wichtiger Punkt, sondern ein gegenseitiger Korrekturmechanismus. Durch Inflation eines Mediums wird die Konvergenz zwischen einer bestimmten Menge des Mediums und seiner Leistung verringert. Es wird dann in seiner Funktion abgewertet. Geld ist in weniger Güter und Leistung macht in eine geringere Folgebereitschaft konvertierbar. Deflation tritt als eine Korrektur ein, zum Beispiel die Einforderung von Empirie gegenüber Theorie, die Forderung von Regionalbewegungen im politischen System gegenüber dem politischen Establishment und Fundamentalismus in der Religion gegenüber den modernistischen religiösen Eliten. Die Wiederverwendung wurde in der Medientheorie von Talcott Parsons zu stark an die reale Deckungsreserve gebunden. Das ist dadurch zu erklären, dass für ihn das Geldmedium das Modell der Medien war, obwohl er die Austauschmedien am Beispiel des Sprachcodes untersucht hat. Daraus hat sich das Scheinproblem ergeben, ob zum Beispiel das Machtmedium, so wie Geld, zirkulieren kann. Wobei man Zirkulation wörtlich als das raumzeitliche Händewechseln eines Mediums interpretierte. Zirkulation betrifft die Wiederverwendung des Mediums. Erhaltenes Geld ist für weitere Zahlungen verwendbar. Wenn Argumente gültig sind, geht man von ihnen aus, ohne sie weiter zu prüfen und anderes mehr. Der Vergleich mit der Zirkulation eines Gegenstandes ist aber irreführend, da bei der Wiederverwendung nicht die Anschlussoperation vorhersehbar ist. Sie führt zur Systembildung, aber nicht zur Systemsteuerung. Die Verwendung von Geld entzieht sich der Kontrolle, auch wenn sie unter rechtlichen Rahmenbedingungen erfolgt. Wenn ich meine Rechnung bezahle, weiß ich nicht, zu was der andere das empfangene Geld verwendet. Er kann auch jemanden damit bestechen. Die reale Deckungsreserve als Warengeld liegt schon lange nicht mehr bei dem Geldmedium vor. Sie wird also nicht durch eine externe Referenz derart gewährleistet, dass knappe Güter die Geldmenge beschränken, zum Beispiel Gold, sondern die Geldmenge wird durch den Kredit der Zentralbank reguliert, die dadurch Geld verteuert oder günstiger bereitstellt. Ich verzichte deshalb auf den Begriff der Zirkulation, da der Begriff der Wiederverwendung des Mediums und die Festlegung der Sequenzen der medienspezifischen Kommunikation seine Funktionsweise
treffender erklärt. Die Theorie der Mädchen und der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation haben als Anwendungsfall das fortgeschrittene Gesellschaftssystem. Unter diesem Gesichtspunkt sind die Systemmädchen und Evolutionstheorie aufeinander abzustimmen. Ein funktional differenziertes Gesellschaftssystem hat aber evolutionär nicht zur Folge, dass sich alle sozialen Systeme auf derselben Differenzierungsebene befinden. Es gibt religiös und ethnisch verfasste Gemeinschaften, Stereotypen, Traditionalismus von Organisationen und archaische Lebensformen, die eine medienspezifische Kommunikation blockieren und verhindern. Das ist heute in der Analyse der dominanten Strukturen der Weltgesellschaft ein wichtiger Punkt, in welchem Ausmaß hat sich funktionale Differenzierung durchgesetzt. Ein anderes Problem ist, dass Mädchen nur dann erfolgreich funktionieren können, wenn ihre Indifferenz gegenüber Fluktuationen und Veränderungen in den Teilnahmesystemen erfolgreich ist. Zum Beispiel, die Güte von Argumenten dürfen nicht von Forschungsgeldern abhängig sein. Rechtsschutz nicht von wirtschaftlichen Konjunkturen und Neigung nicht von dem beruflichen Erfolg des Partners. Insofern sind mobile Ressourcen anderer Medienbereiche zu behandeln. Jedes Medium kann nur einen Ausschnitt des Gesamtgeschehens in seiner System-Umwelt-Relation regeln. Das führt zu dem Problem der Konvertibilitätssperren und der Mobilität der Ressourcen in Bezug auf die Umwandlung der Mädchen, zum Beispiel bei der Mädchentransformation. Konvertibilitätssperren sind aufzubauen, damit die Codes nicht ineinander übergehen und dadurch ihre Funktion verlieren. Diese Konvertibilitätssperren führen nicht zu einer völligen Abschottung der Teilsysteme, sondern sie sperren den Zugriff auf die begrenzte Struktur eines Mediums bezüglich seiner binären Codierung und seiner Leistung ab. Also das ist der entscheidende Punkt. Argumente können nicht in Macht transformiert werden. Ja, Macht kann nicht in dem Sinne in Geld transformiert werden. Auf der anderen Seite, oder mal substituiert werden. So wäre es richtig. Substituiert werden. Es gibt aber zwischen den Mädchen Transformationen und es kann Dominierung von Mädchen geben. Also das Machtmedium kann auch andere Funktionssysteme dominieren. Das Geldmedium kann auch andere Funktionssysteme dominieren. Argumente können auch, denken Sie, Gelehrtenrepublik, ja, die wir ja Gott sei Dank nicht haben, ja, das wäre ja fürchterlich, kann auch andere Funktionssysteme dominieren. Ein anderer Punkt, nur ganz kurz, sind die Nebencodes, die sich ausbilden. Mädchencodes sind von der Erst- und der Zweitkodierung zu unterscheiden und bilden sich bei dann aus, wenn das Gesellschaftssystem komplexer wird. Zum Beispiel Reputation im Wissenschaftssystem, Verwaltungsakte
im politischen System sind solche Nebencodes. Sie schützen das leitende Medium vor Übergriffe durch andere Medien. Mediencodes sind stärker an die Geschichte und das Milieu des jeweiligen Teilsystems gebunden und haben eine größere Kontextabhängigkeit. Die Fortbildung betrifft wiederum die Konvertibilität eines Mediums, die das Risiko der Auflösung bzw. der Substitution eines Mediums mit sich führt. Gefühle, Liebe kann nicht durch Prostitution, Begründung von Aussagen, nicht durch Machtausübung substituiert werden. Ich erwähnte das bereits. Zu erwähnen ist in diesem Zusammenhang, dass auch Liebe zu einer Umwandlung auf Nebencodes tendiert. Es gilt das sicherlich auch generell für andere Kommunikationen. Liebesbeziehungen greifen rekursiv auf ihre eigene Geschichte zurück, um Alternativen des Partners zu blockieren. Man hat zu bleiben, wer man im Zustand des Verliebtseins war, was sich auch immer geändert hat. Dabei handelt es sich um eine Überstabilisierung, die sich auch für andere Medien der gesellschaftlichen Kommunikation und Mitgliedschaft nachweisen lässt. Gehen wir davon aus, dass funktionale Differenzierung eine strukturelle Ergänzung der Teilsysteme erfordert, so ist die Analyse der Medien der gesellschaftlichen Mitgliedschaft und Kommunikation durch die Medientransformation zu ergänzen. Ich sage noch einen Punkt zu dem Problem Medien und Globalisierung und möchte dann ganz noch kurz zum Schluss Perspektive auf die soziologische Theorie der Gegenwartsgesellschaft in einer Perspektive öffnen. Mit der Globalisierung der Funktionssysteme der Wirtschaft und der Wissenschaft verändern sich die Konstellation der Teilsysteme und die Medientransformation wird instabil. Da das politische System der Nationalstaaten nicht auf eine globale Organisation der Politik umgestellt werden kann, entzieht sich das Wirtschaftssystem einer politischen Steuerung. Gleichzeitig folgt daraus nicht das Ende nationaler Wirtschaftspolitik. Sie hat aber ihre Reichweite neu zu definieren. Die Folgen und Nebenfolgen politischer Steuerung werden immer weniger absehbar. Sie können auch nicht mehr durch wissenschaftliche Expertisen behoben werden, da auf ihren Umweltentwurf andere Funktionssysteme nicht verpflichtet werden können. Eine organisationelle Umsetzung scheitert nicht nur an den Interessenskonflikten, sondern auch an der Probleminterpretation der Verbände und der Langsamkeit der Entscheidungs- und Implementierungsprozesse der Großorganisationen. Das führt zu einem grundsätzlichen Problem der Gegenwartsgesellschaft und der soziologischen Theorie, die Beziehung zwischen Steuerung und Nichtsteuerung neu zu gewichten, ohne dass man davon ausgehen könnte, dass es dabei paradoxfreie und triviale Lösungen gibt. Die Inflation des Vertrauens in Politik, Wissenschaft und Wirtschaft und ihrer Medien resultiert vermutlich auch daher, dass sie die gesellschaftliche Kommunikation mit Erwartungen belasten, die sie von sich aus nicht erfüllen können. Trivialster Fall, volkstümlicher Fall, der Fall, ja, Geld macht glücklich, ja, macht ja nicht glücklich. Ja? Bestenfalls kann man komfortabel leben, was nicht schlecht ist, ja? Und dergleichen mehr. Oder Erwartungen an das Medium macht in Bezug auf die Gestaltung der Gesellschaft. Kommunikation oder Erwartungen in Bezug auf
dass Medium Argumente in Bezug auf die Verbreitung von wissenschaftlichen Einsichten, ja, oder in Bezug auf das Medium Gefühle, Neigung, in Bezug auf das Solidaritätsausmaß in der Weltgesellschaft. Insofern wird sich die gesellschaftliche Kommunikation, wenn das stimmen sollte, immer mehr auf eine Selbststeuerung umzustellen haben. Ich möchte ganz kurz zum Schluss, noch 5 Minuten, etwas sagen zur soziologischen Theorie und zur Perspektive, die sie uns geben kann. Ausgangspunkt ist dabei, und diese Einsicht ist noch nicht ganz ausgeschöpft, dass unter der Voraussetzung funktionaler Differenzierung es keine Einheitsformel der Selbstbeschreibung der gesellschaftlichen Kommunikation mehr geben kann und dass funktionale Differenzierung dadurch zu charakterisieren ist, dass sie keinen Zugriff mehr hat, ja, auf ihre Einheit, nämlich die Einheit der gesellschaftlichen Kommunikation, sondern sich das immer nur in Differenzperspektiven, in Differenzperspektiven und ihren blinden Flecken zugänglich ist. Die soziologische Analyse sollte sich daran orientieren, dass eine komplexe genug ansetzende Selbstbeschreibung der gesellschaftlichen Kommunikation in der sachlichen, der zeitlichen und der sozialen Dimension darzustellen ist. Dies führt aber nicht zu einer Einheitsformel, sondern zu einer Neubeschreibung oder Redescription oder Wiederbeschreibung der Kondensate der Selbstbeschreibung. In der Sachdimension erkennt sie dann die Selektion von Systemreferenzen. Das führt zu dem Folgeproblem der Einnahme der Position des Beobachters zweiter Stufe und der damit einhergehenden Entscheidung, von welcher Systemreferenz aus sie ihre Fremdreferenz als Umwelt einstuft. In der zeitlichen Dimension beobachtet sie, dass die Selbstbeschreibung die Zeit als historischen Prozess systemgeschichtlich fasst. Ereignisse sind dann die Diskontinuierung der historischen Zeit, die selbst historisch ist, das heißt eine Zeitsequenz in der Systemgeschichte. Diese Paradoxie, wenn man das so nennen will, lässt sich nicht beseitigen. Die Kontinuierung des Systemprozesses bei gleichzeitigem Zerfall verweist auf den Überschuss und seine weitere Variation, Selektion und Restabilisierung als passende Strukturbildung und als Erwartungsprojektion der Mitglieder sozialer Systeme. Wahrscheinlich hat es soziale Systeme, Gesellschaft nur deshalb gegeben, hat es Evolution, soziale Evolution nur deshalb gegeben, weil ein Überschuss von Möglichkeiten vorhanden war, der über die Verbreitungsmedien in die Welt gekommen ist. In der sozialen Dimension wird die Selbstbeschreibung davon ausgehen, danach zu fragen, welche Struktureinschränkungen bei gleichzeitiger Ja-Nein-Bifurkation der Kommunikation die Chancen der Anschlussfähigkeit und Annahmemotive systemtypischer Kommunikation und Mitgliedschaft gewährleisten können. Solange gesellschaftliche Kommunikation eine Zukunft hat, wird keiner ihrer Teilnehmer einen Standpunkt einnehmen können, von dem aus er Universalgeschichte beschreibt. Ich komme zum Schluss. In der Gesellschaftstheorie
wenn man das noch so nennt, werden wir erst dann einen weiteren Erkenntnisfortschritt erreichen, wenn wir die theoretische Beschreibung sozialer Systeme auf die Beobachtung der sich selbst beobachtenden sozialen Systeme als Mitgliedschaftssysteme umstellen. Sie beschreibt dann die Entscheidung über Mitgliedschaft, durch die sich soziale Systeme selbst beobachten. Die Entscheidung über Mitgliedschaft ist selbst nicht steuerbar, sondern sie kann nur evolutionär variiert werden. Dabei ist immer im Blick zu behalten, dass die Unterscheidung zwischen Mitglied und Nichtmitglied, zwischen Teilnahme und Nichtteilnahme, nicht sich selbst bezeichnet, sondern selektiv auf die Umwelt zugreift, auf uns letztlich zugreift. Ich komme zum Schluss. Insgesamt sollten wir die Einstellung ausbilden, die uns Niklas Luhmann nahegelegt hat. Zitat: In einer Gesellschaft, die noch Zukunft hat, ist weder Legitimation noch Sicherheit noch Objektivität erreichbar. Es gibt, weil es Zukunft gibt, immer auch Positionen, von denen aus Handeln kritisch beobachtet und allen guten Argumenten getrotzt werden kann. Zitat Ende. Angesprochen sind damit die Positionen der Negativität der gesellschaftlichen Kommunikation und der Systemkonstitution. Dabei ist im Blick zu behalten, dass es nicht nur auf die Setzung von Dichotomien ankommt, sondern dass bei der Systemkonstitution zum Beispiel Auctoritas und Potestas immer zusammenwirken. Sie sind nicht einfach nur gegenüberzustellen. Die Systemkonstitution vollzieht sich aber nicht als ein Seinsgeschehen im Sinne Martin Heideggers, sondern ereignet sich unter der Voraussetzung, dass sich Mitgliedschaft, soziale Systeme und Kommunikation als Ereignisse zu reproduzieren haben, deren Zukunftserwartungen davon abhängen, dass sie unwahrscheinliche Strukturen ausbilden. Das ist eine Zukunft, die nicht anfangen kann, sondern die immer schon angefangen hat, da sie nur in der Gegenwart zu erreichen ist. Ja, ich möchte Sie dann in die vorlesungsfreie Zeit entlassen. Vor einigen Tagen hatte ja Arno Schmidt seinen 100. Geburtstag, wurde geehrt. Er ist sicherlich ein Schriftsteller, der nicht populär sein wird. Ich empfehle Ihnen da eher mal die Hörbücher zu hören, als das zu lesen. Also ich habe Ende 60er Jahre die Segel eingezogen, was Arno Schmidt betraf, weil das ein wissenschaftliches Studium wird. Aber er gehört zu den wenigen Autoren in der Literatur nach dem Zweiten Weltkrieg, die sich dem Problem der Form des Romans gestellt haben und eine eigenständige Form entwickelt haben. Zu nennen wären da vielleicht auch noch Thomas Bernhard es wird vielleicht noch den einen oder anderen geben. Ja, Arno Schmidt sagt mal einen schönen Satz, den ich Ihnen dann auf die Reise mitgeben möchte. Bewahren ist schwieriger als zerstören. In diesem Sinne.